Hallo Leute, ciao von André Ungo. Unsicherheit, Zweifel. Ich habe darüber mehrmals gesprochen. Ich habe gesagt, nach Unsicherheit kann man arbeiten, bla bla bla. Und ich habe eine Mail bekommen und einer sagt, ja, was bedeutet das eigentlich? Wie kannst du das in deinen Strategien kodieren? Okay, ich will dir mal zeigen, ein Beispiel. Das ist mein Ansatz, wie ich das normalerweise aufbaue. Mehr um einen Ansatz, wie ich Strategie herstelle, kannst du beim Link hier in der Beschreibung rausfinden. Kannst du dich dort registrieren, es ist frei, gratis, dort wirst du etwas mehr lernen. Aber in jedem Fall will ich dir auch hier mal etwas zeigen, wie ich das denke und wie es funktioniert. Eine Idee, ein Chartmuster, in dem Fall will ich dir mal zwei Chartmuster zeigen und wie diese Chartmuster zu der Idee eine Verbesserung bringen oder nicht. Die Chartmuster kommen aus Ideen, wie die Märkte in der Tat sich bewegen, wie sie normalerweise reagieren nach das, was in den Märkten passiert. Und das zeige ich dir jetzt als Beispiel, sodass du besser verstehen kannst. Und beim Beispiel gibt es auch etwas, was du nutzen kannst. Also bleib dran, ich zeige dir auf meinem Rechner. Ich zeige das auf Trade Navigator, das nutze ich nicht im Realhandel, ich nutze Multichart, aber für diese Zwecke ist in dem Fall Trade Navigator mehr als geeignet und wie das jetzt ich dir zeige, ist das natürlich ganz, glaube ich, sauber zu sehen. Also Trade Navigator auf meinem Laptop. Also Leute, das ist eine Tageschart, das ist hier in Zoom, also das wird dann kleiner. Aber ich will hier zeigen, wie die Strategie, die Basisidee arbeitet. Ganz grob, jeden Tag warten wir, bis die Kurse über das Hoch von der vorherigen Kerze steigen und dort steigen wir mit einer Stop-Order ein. Schließen die Position Ende des Tages. Hier zum Beispiel eingestiegen, los. Hier nochmal, dann hat es hier unten geschlossen. Hier nichts, weil Hoch war da oben und Kerze ist nicht genug gestiegen, aber nächsten Tag wieder rein, geschlossen, rein, geschlossen, hier nichts, ist nicht über das Hochgekletterte und so weiter. Das sind die Einstiege und Ausstiege, also keine extra Bedingungen. Das ist in dem Fall eine Chart vom DAX Future. Und wie funktioniert die Strategie in diesem Fall? Ich habe die auf einer Gruppe von Märkten getestet ab Jahr 2000. Das ist nicht immer gut, weil einige Märkte vor 2010 nicht so sauber waren als da. Aber es ist ja nur ein Beispiel. Und es ist besser, wenn wir das auf mehrere Märkte sehen. Was ist passiert im Gesamten hier bei der Strategie? Zeige ich hier als Portfolio, sodass wir Ahnung haben. Das ist jetzt verschwunden. Da kommt es. Okay. Also, er hat verdient fast 1 Million. Drawdown ist natürlich ein bisschen scharf, 300.000. Und das Average Trade hier ist ohne Gebühren, weil es nur ein Beispiel ist, wie es funktioniert. 14 Dollar oder Euro, also das ist gemischt, das ist nicht genug natürlich zu arbeiten. Aber die Equity Line sieht generell gut aus. Okay, also es ist klar, dass die Strategie im Prinzip etwas hat. Die hat eine Edge, wie die Amerikaner sagen. Die funktioniert also beim Ausbruch einzusteigen und abends zu schließen. Funktioniert im Prinzip. Es gibt natürlich Jahre wie 2008, wo die Situation sicher nicht so nett aussieht, aber generell hätte man Geld verdient. Erinnere dich bitte, diese 300.000 Drawdown, 1 Million circa Gewinn und 14 Dollar Average Trade. Was man noch sehen kann, einige Märkte haben sehr gut verdient, Gasoline, DAX selbst, Platinum, Gold, und einige andere, eine Gruppe hier, die haben Geld verloren. Zum Beispiel Natural Gas, Erdgas, japanischer Yen, Euro zum Beispiel. Guck mal, was bei Euro passiert, Euro-Dollar, diese hat irgendwie regelmäßig Geld verloren. Also hier hat die Strategie nicht funktioniert. Jetzt will ich dir zeigen, was passiert mit dieser Bedingung. Ich steige jetzt ein, immer beim Ausbruch des Hoches, aber nur, wenn es ein Daily Factor kleiner als 0,5 ist. Was ist das Daily Factor? Erstmal die
Entry Type 2. Jetzt passiert Folgendes. Die Einstiege sind erlaubt nur, wenn am vorherigen Tag, also wenn Chart mir zeigt, okay, zum Beispiel hier, diese Kerze vor meinem Einstieg hat ein Body, also Open to Close, ist kleiner als 50% von dem ganzen Range, von der ganzen Spanne. Das ist meine Bedingung, wie ich die hier geschrieben habe. Also, Body muss kleiner sein als die Hälfte. Und das ist die Unsicherheit. Das bedeutet, die Kurse haben angefangen zu handeln, sind hochgestiegen, wieder runtergefallen, aber zuletzt, Ende des Tages, sind sie wieder irgendwie in der Nähe vom Open gegangen. Das heißt, letztendlich, die wussten nicht, wohin zu gehen. Die waren unsicher. Soll ich steigen? Soll ich abfallen? Ich weiß nicht. Ich gehe hoch und runter und dann zuletzt ende ich wieder in der Nähe von den Öffnungskursen. Das ist die Bedingung. 0,5 ist die Grenze. Das geht von 0 zu 1. Hier wieder ein Beispiel. Hier auch ist es kleiner als 0,5. Hier. Also andere Fälle. Hier zum Beispiel diese rote Kerze. Diese hat keinen Einstieg, obwohl es höher war als vorheriges Hoch, einfach weil am vorherigen Tag war das Body natürlich sehr groß, sicher größer als 0,5 von der ganzen Range. Das ist meine Bedingung jetzt. Und mit dieser Bedingung, die Frage ist, wird mein Test jetzt besser oder schlechter? Schnell getan, Test laufen lassen. Und erstmal, okay, das sind die Negative hier. Einige sind verschwunden. Siehst du, es gibt nur jetzt drei, die negativ sind. Euro, US-Dollar ist nicht mehr dabei. Nicht mehr in den Negativen. Es ist, hier ist es. Kontrollieren wir sofort, was Euro, US-Dollar geschafft hat. Das ist jetzt positiv. Und obwohl es nicht eine saubere Equity-Line ist, ist aber positiv. Es hat verdient. Vorher hat es verloren. Mit dieser extra Bedingung hat jetzt Euro-US-Dollar Geld verdient. Die positive sind jetzt DAX ist jetzt Nummer 1, okay? Gasolin ist immer da oben, Nummer 2. Und dann sind immer noch Silber, Gold und so weiter. Alle zusammen, was wir interessiert sind, das Merge Report, das zeigt, wie die Bedingung generell funktioniert. Da ist immer etwas Komisches bei den Fonds. Also, es waren 175.000, jetzt ist 1.300.000. Average Trade ist 34. Es war 14. Also die Qualität von den Trades ist gestiegen, wesentlich gestiegen. Und Drawdown ist statt 300.000 nur ist vielleicht ein großes Wort mit 127.000, aber natürlich ist wesentlich besser geworden. Und die Equity Line sieht auch besser aus. Es ist wahr, man hat immer noch hier verloren, aber nicht so viel wie in dem anderen Fall. Also das ist, was ich meine, nach Unsicherheit zu handeln. Das sind die Ergebnisse. Wir haben die Ergebnisse wesentlich verbessert. Und schauen wir mal nur DAX an, was vielleicht in Deutschland auch interessiert. Hier beim DAX habe ich wieder das Problem mit dem Fond. Ist jetzt die Situation sogar noch handelbar? 137 Euro als durchschnittlicher Trade ist handelbar. Jetzt mit Gebühren wäre dieses Average Trade immer noch genug, damit ich noch etwas in meine Tasche stecken kann mit dieser Strategie. Und das ist die Equity Line. Die hätte zum Beispiel in den ersten Monaten von 2020, wo die Märkte auch verrückt runtergefallen sind, 42.000 Euro verdient hat. Okay, das ist ohne Gebühren, aber es hätte trotzdem einen Haufen Geld verdient. Auch wenn man, es waren ja nur 26 Trades, kannst du selbst rechnen, was du für pro Trade zahlst und hier per 26 multiplizieren und dann hier abziehen. Aber du hast immer noch Gewinn in deiner Tasche. Das ist also die Situation auf den DAX. Auf den DAX wäre es handelbar. Ich habe in der Tat auch eine andere Bedingung noch getestet, diese die Range-Bedingung. Und das ist mit Entry Type 3. Das sage ich in dem Fall, dass 3, immer noch Unsicherheit
Bedeutet in dem Fall, dass wir nur handeln, wann gestern die Spanne kleiner war als 75% von vorgestern. Hier zum Beispiel, dies ist eine kleine Spanne und vorgestern war sie wesentlich größer. Also diese muss 0,75 mal diese vorherige kleiner sein. Nur in dem Fall arbeite ich. Und hier ist wieder ein Fall, wo es Unsicherheit gibt. Eine geringe Bewegung. Der Markt wusste nicht, wohin zu gehen. Okay? Geringe Bewegung, dann steige ich ein. Was ist mit so einem Setup passiert? Immer noch natürlich auf unser Portfolio. Sehen wir, ob das auch funktionierte. Okay, Merge Report. Hat weniger verdient, aber immer noch die Qualität ist gestiegen von den 14 Dollar, die wir vorher hatten. Und die Equity Line ist auch sauberer. Nicht in 2008, wo es etwas schlimmer geworden ist. Aber okay, generell funktioniert diese Bedingung auch nicht so gut wie die andere, aber die funktioniert. DAX ist immer Nummer 1 hier und auf DAX allein wäre die sogar noch besser als die andere. Aber das ist jetzt mehr Zufall als anders. 148 und das ist die Equity Line. Die hätte im Jahr 2020, bis jetzt ist Ende Mai, immer so ungefähr 42.000 Dollar gewonnen. Okay? Mit 16 Trades auch. Hätte weniger gearbeitet, aber besser, weil es genauso viel verdient hätte. Aber das ist sicher nicht schlecht. Ich kann dir sofort sagen, dass die zwei Bedingungen zusammen nicht gut sind, weil auf einer kurzen Kerze die Bedingung, dass das Body kleiner sein soll als 50% von Range, Bedeutung verliert. Auf einer kurzen Kerze zu rechnen, wie klein das Body war, verliert ein bisschen Bedeutung in der ganzen Geschichte. Man kann das testen, ich habe das sogar noch mit der Bedingung 4 vorbereitet, um zu testen, aber generell bringt das nichts besonders viel. Das ist eine extra Bedingung, die in dem Fall übertrieben wäre, weil die keine technische Bedeutung mehr hat. Aber Average Trade ist wohl besser, ist in der Mitte von den zwei, die wir hatten. Die Equity Line scheint auch nicht so schlecht zu sein. Okay, gut, im Vergleich zu den anderen ist gut. Aber zum Beispiel hier verlieren wir Profits, weil wir einfach weniger arbeiten. Und DAX, was wir bis jetzt gesehen hatten, hat auch etwas verloren. Und die Equity Line, siehst du hier, ist schmutziger. Also die zwei Bedingungen zusammen sind nicht so schlau, muss ich ehrlich sagen. Aber das war's. Das war's. Das wusste ich überhaupt nicht reden. Mit so einer Idee, ich arbeite nur nach Ruhe, Unsicherheit im Trend, das ist ein ganz einfaches Trend-Setup, kann man die Qualität des Trades, des Ergebnisses wesentlich verbessern. So, war nicht kompliziert, hoffe ich. Jetzt weißt du, was ich meine mit Unsicherheit in den Märkten. Das bedeutet, wenn die Märkte nicht wissen, genau wohin zu gehen. Und nach der Unsicherheit kommt dann die Entscheidung normalerweise. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast im Video, war die Strategie, Name der Strategie war Quiet Storm, also nach Ruhe kommt Sturm. Das war ungefähr die Idee, wo Sturm die Bewegung ist natürlich, die wir suchen. Aber okay, das war natürlich nur eine Idee. Wie gesagt, mehrere Ideen und Tipps von meinem Ansatz findest du in der Beschreibung im Link unten, wenn du das wissen willst. Hast du auch sowas erfahren? Hast du auch so einen Ansatz, wo du diese Chartmuster oder die Idee von der Unsicherheit schon benutzt hast? Schreibe das in die Kommentare. Ich werde mich schon freuen, so etwas zu erfahren, dass andere Leute auch genauso arbeiten wie ich. Es ist natürlich nicht nur um Unsicherheit, da gibt es mehrere Chartmuster, aber alle kann ich hier auf YouTube nicht zeigen. Sonst bleiben wir hier bis 2028. Das war's. Und wir treffen uns wieder nächstes Mal. Ciao aus sonniger Italien, wieder ciao aus Italien. Ciao von Andrea Oma.